wo wir vielleicht in die nächste Detailstufe gehen können mit einigen Überlegungen, Ideen und Austausch, dass wir davon Sequenzen zum Beispiel mit übernehmen und dort vielleicht nochmal einspielen können, um daran anzuknüpfen. Das ist einfach so die Idee, dass wir einige Impressionen und Ideen einfach dann so auf die Art bewahren und weiternutzen können. Sebastian, ich höre mich jetzt, glaube ich, versetzt selbst nochmal. Geht euch da allen das so? Genau, der Klassiker. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt auch schon online und genau, würde mich dann quasi ausblenden und wünsche euch eine erfolgreiche und interessante Veranstaltung. Kriegt man das denn weg, dass man sich selbst hört, oder hast du das jetzt gerade schon geändert? Genau, das ist weg und alles Danke. gut. Super, danke dir. Ja, wir haben eigentlich noch zwei Gäste, die noch kommen wollten. Vielleicht geben wir denen noch 2, 3 Minuten, die üblichen Anfangsminuten. Würde ich vorschlagen. Muss einer vielleicht einen Witz erzählen? Ich habe im Kinder mal keine Witze irgendwie so ein Unterhalterprogramm starten. Wenn ich jetzt einen Würfel hätte, würde ich würfeln und dann müsste einer. Wie viel sind wir denn? 1, 2, 3, 6. Das passt genau. Gewinnt England oder Tschechien heute? Sehr guter Punkt. Okay, wer ist für England? Ich schon, ja. Ist jemand für Tschechien? Niemand. Der Rest hält sich. Oder wie im Bauausschuss irgendwie England gewinnt und kein Widerspruch regt sich. Dann gewinnt halt England. Ja, genau. Und dann geht man schnell weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Genau. Wer spielt denn noch heute? Tschechien. Kroatien und Schottland. Ah. Ja, ich, hab bei so einer ich habe ja, ja, ich auch. Ja. Ich habe auf England getippt, so dachte, jetzt reißen die das mal, aber naja, da muss mal was kommen. Ja. Aber nicht mal so viel Zeit. Mal gucken. Auf wen hast du denn getippt? Ich habe heute auch auf England getippt, ja. Manchmal versuche ich ja dagegen zu tippen, dass ich mal ordentlich Punkte sammle dann irgendwie. Also wobei es eigentlich egal, es ist ja kein Wettquote, aber ich hoffe manchmal irgendwie, dass andere das halt nicht getippt haben und ich dann ein bisschen klettern kann. Ne? Ich glaube, die ersten beiden Spieltage habe ich nicht so viel getroffen, danach ging es ein bisschen besser. Ja, ich glaube, wir fangen auch dann gleich an, würde ich sagen. Vielleicht kommen die dann einfach später noch dazu. Ja, also nochmal so quasi offiziell. Ach so, vielleicht vorab nochmal, wäre das okay für alle, wenn wir uns duzen, damit wir da nicht so ganz durcheinander kommen mit denen, die wir duzen und den anderen, die wir siezen und so. Und ich glaube, bei uns Grünen machen wir das gerne so mit dem Duzen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn das für alle einfacher okay ist. Ja, sehr gerne. Da haben sie mal eingeblendet, aber das darf sich natürlich jeder gleich nochmal vorstellen oder jede. Also vielen Dank, dass ihr alle da seid, dass wir hier zusammen sind und ja, hoffentlich dann bereichert, dann nachher in 60 bis 90 Minuten dann den Abend sozusagen mit anderen Dingen verbringen, weiterhin. Ich werde jetzt mal die Folienpräsentation hier starten, um so ein Intro zu geben.
So, ich hoffe, ich habe alle richtig aufgeschrieben. Derjenige, der gerade grün leuchtet, kann sich dann vielleicht kurz vorstellen, wäre so die Idee. Dann wärst du als Erste, Melanie. Ja, danke, genau. Melanie Gitte-Landsmann, ich bin die City Managerin aus Harburg. Ja, das mache ich jetzt seit 2014 und ja, es macht mir viel Spaß und wir kämpfen uns da im Süden Hamburgs so ein bisschen durch. Sehr schön. Dann hätten wir Fengo Stratmann da gehabt, der ist noch nicht da. Holger Gnecco hat so halb zugesagt. Dann wäre Michael Böckholt dran. Ja, guten Abend auch von mir an alle. Da steht ja schon Michael Birkholt im Quartiersmanagement für die Interessengemeinschaft am Jungfernstieg. Das ist eine Beschäftigung in der Nebenbeschäftigung sozusagen, die ich seit über 10 Jahren jetzt mache. Und deswegen auch einiges dort erlebt habe. Gerade auch wieder viele Änderungen. Also ein spannender Ort und freue mich auf den Austausch. Danke dir, wir dürfen gespannt sein. Dann Katharina. Ja, hallo, Katharina Grün, mein Name, genau, von der Firma Urbanista. Ja, hier in Hamburg, da steht eigentlich schon fast alle Stadtentwicklung, Stadtforschung und Partizipation. Also wir sind eigentlich in ein bisschen international, aber vor allem in Deutschland viel unterwegs. Dort in größeren und kleineren Städten, aber auch viel in Hamburg und auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, würde ich mal sagen, von gesamtstädtischer Ebene und sogar regionaler Ebene bis hin auch mal zum Quartier. Ganz aktuell für mich jetzt interessant ist das ein Raumwerk, was wir im Moment in Düsseldorf erstellen und da auch die Innenstadt und auch natürlich die unterschiedlichen Quartierszentren da betrachten und die Herausforderungen einmal ausarbeiten. Und aber auch in Hamburg haben wir natürlich viel in den Bezirken auch schon unterschiedlichste ja, Projekte begleitet und gemacht. Aber da gehen wir vielleicht ja gleich auch nochmal genauer drauf ein. Danke dir, wunderbar. Dann wäre Miriam. Ja, ich bin Miriam Putz, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft und als solche dann auch noch zusätzlich zuständig für Tourismus, Flughafen und Hafen. Aber heute geht es ja eher um diesen wirtschaftspolitischen Ansatz, den ich hier auch vertrete. Es ist so, dass wir durch Corona wahnsinnig viel mit dem Einzelhandel zu tun hatten. Also es kam eher ja natürlich Beschwerden oder Fragen nach den Hilfen oder was auch immer. Und dann auch ganz schnell eigentlich die Thematik, wie gehen wir eben mit den Zentren, Quartierszentren, Stadtteilen um. Es wurde letztes Jahr, war es schlimmer als dieses Jahr von den Sorgen, aber generell stellt man sich jetzt ja auch stadtweit die Frage, das war jetzt ja auch von Senatsseite angegangen, wie gehen wir eigentlich mit ja, diesen Quartieren, Stadtteilen, Innenstädten um? Und ich glaube, da müssen wir noch eine ganze Schippe drauflegen in der Gestaltung und der Kreativität vor allen Dingen. Und ich freue mich total, hier mit euch das mal zu diskutieren, die Möglichkeiten vielleicht auch mal zu eruieren, dann aber auch vielleicht ein paar Grenzen aufzuzeigen in Bezug, was politisch geht und was nicht. Ja, und ich bin gespannt, womit wir hier dann rausgehen. Ja, du sagst es, dank dir. Dann Dominik. Ja, danke Lars. Was ich mache, steht da ja schon praktischerweise, brauche ich auch nicht mehr vorlesen. Spannend ist vielleicht, dass ich sozusagen der Vorgänger von Miriam bin als Sprecher für Wirtschaft und jetzt eben im Fraktionsvorstand mitwirken darf. Vielleicht als Einleitung, ich glaube, diese Hinwendung zu den Quartieren und die Frage, wie wir die Quartiere wieder, na, wie nennen wir es sozusagen, lebenswerter machen können und auch für eine sozusagen fit machen für den Klimawandel. Das ist, glaube ich, eine Schwerpunktfrage der städtischen Politik, insbesondere auch unserer Regierungsfraktion. Wir haben da verschiedene Prozesse gestartet, auch mit Einbindung von Experten. Ich glaube, wenn man von Nuancen absieht, ist, kann man sagen, beim Ziel sind sich eigentlich fast alle einig, wie das irgendwie werden soll. Irgendwie grüner, mit neuen Mobilitätskonzepten und vielfältiger und diverser.
Das Schwierige, und da werden wir sicherlich heute auch drüber reden, ist, wie kommt man denn dahin und wer ist denn eigentlich für was verantwortlich? Und das ist dann schon deutlich schwieriger. Danke dir, Dominik. Ja, zu mir selber. Ich bin jetzt hier als Mitglied des Kreisverbandes Altona und bin gleichzeitig, also vom Kreisverband Altona wird die Veranstaltung hier auch gerade ausgerichtet sozusagen, bin gleichzeitig bei uns in der Fraktion derzeit Sprecher für regionale Stadtteilentwicklung und Wirtschaft im Ausschuss, vertrete dort Charlotte Frey. Und wir haben zu Beginn des Jahres den Bedarf gesehen im Ausschuss, dass wir unsere Wirtschaftsförderung ist mit einem Kopierer und einer Person ausgestattet, aber ansonsten zahllos sozusagen. Und wir haben uns irgendwie überlegt, wie können wir dort den EinzelhändlerInnen helfen, wie können wir sie unterstützen. Und dafür brauchen wir auch ein bisschen Mittel und gute Konzepte. Und da haben wir dann mit euch in der Bürgerschaft dann eben Impuls gegeben, dass wir dort für die Bezirke auch Mittel zur Verfügung gestellt kriegen. Und irgendwie parallel ist dann der Neustartfonds, auf den wir nachher auch nochmal eingehen können und werden, Hamburger Neustartfonds City und Zentren heißt der, entstanden, den die Bezirke jetzt nutzen können. Wie gesagt, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und neben dem reinen Geld geht es eben auch um gute Konzepte und da bin ich eben auch mit euch auf den Austausch heute gespannt. Das ist so die Idee dahinter. Ich würde gerne kurz nochmal vorstellen, was die Überlegungen waren, was wir uns erarbeiten wollen heute. Ganz generell können wir ja sagen, wir hatten vor der Corona-Pandemie, also 1919 bis Jahresende schon Herausforderungen aufgrund eines Wandels, den es immer mal wieder gibt in den Zeiten, die wir so erleben. Welche Meilensteine erkennen wir rückblickend im Wandel des stationären Einzelhandels, auch der Warenhäuser? Wie sieht die Zukunft im Einzelhandel aus? Welche Maßnahmen können wir ergreifen? Dann sprechen wir darüber, dass wir Zentren auch beleben wollen und die Aufenthaltsqualität steigern wollen. Dominik hat auch den Klimaschutz nochmal erwähnt. Und dann ist die Frage aber auch, wie lebendig soll es denn überhaupt sein oder darf es sein, stellt sich in manchen Quartieren auch diese Frage. Und dann am Ende geht es auch darum, welchen Rahmen braucht es dafür, auch politisch und organisatorisch sicherlich auch. Ich würde mit einem Input, der nicht ganz so lange dauern wird, starten. Und zuerst würde ich ein bisschen auf die Warenhäuser und die Entwicklung der Warenhäuser eingehen, um später dann auf die Einzelhandelsquartiere, also die Quartierszentren dann einzugehen. Ich habe mich hier einer Studie, vielleicht kennt der eine oder die andere schon, die Zukunft der Warenhausimmobilien von PricewaterhouseCoopers aus dem August letzten Jahres bedient. Und hier geht es einfach darum, nochmal darzustellen, wo wir herkommen. Ups, das war jetzt einer zu viel. Also Warenhäuser sind ja damals das Symbol des Wirtschaftswachstums gewesen in der Nachkriegszeit. Wir erinnern uns alle lebendig. Das Design war ausgelegt auf Schlichtheit, Funktionalität, kaum Fenster da drin. Das ging halt darum wirklich, dass die Menschen sich dort aufs Einkaufen konzentrieren sollten in verschiedenen Geschossen, die dort angeboten worden sind. Und 60er, 70er Jahre war eben so die Hochzeit der Warenhäuser mit knapp 1150 Warenhäusern, die 10% des Umsatzvolumens im deutschen Einzelhandel generiert haben. Und dann gibt es, wir kennen sicherlich alle noch oder viele von uns, Hertie und Horten neben Karstadt und Kaufhof. Das waren so die Zeiten. In den 80er Jahren gingen die Umsätze dann zurück und neue Fachmarktzentren und Shoppingcenter waren damals dann die Wettbewerber dieser Warenhausketten. Und dadurch wurden die Kunden dann teilweise eben aus der Innenstadt rausgezogen in die Bereiche dann in den Stadtteilen oder außerhalb auch kleinerer Städte, wo diese Fachmarktzentren dann angesiedelt waren und die Shoppingcenter. Das war so die erste Herausforderung, hat sich dann so durchgestaltet, dass in den 90ern dann Hertie und Horten von Karstadt übernommen worden sind. Ging dann entsprechend weiter 2000er Jahre mit dem Onlinehandel, der wiederum für einen Wandel gesorgt hat, wiederum für Umsatzrückgänge in den Warenhausketten verantwortlich war. Und dort kann man dann eben ganz klar ablesen, dass sich alle Immobilienklassen eigentlich in der Zeit seit der Zeit auch
ja, verteuert haben und weiterentwickelt haben in dieser Richtung. Allein Einzelhandelsimmobilien, große Einzelhandelshäuser erlebten da eine Stagnation dann schon als einzige Immobilienklasse. Und das belegt auch die Fusion der verbleibenden Kaufhausketten hier, Kaufhaus und Karstadt 2019. Vor der Corona-Krise war das ja noch gerade. Und auch daran lässt sich eben erkennen, dass seitdem die Konsolidierung dann immer weitergegangen ist. Und ja, wir haben es dann auch mitbekommen, dass die Pandemie diesen Prozess natürlich dann noch beschleunigt hat. Das Ganze können wir uns nochmal grafisch angucken. 2009 bis 2019, die letzten 10 Jahre vor 2019, vor der Konsolidierung Karstadt Kaufhof, sehen wir in Liniendarstellung eigentlich, dass bis 2014 das Wachstum quasi exponentiell war und danach das Wachstum linear weitergegangen ist. Aber es geht eben bis heute immer noch kontinuierlich um 10% jährlich hoch. Und da ist dann eben entscheidend, dass wir uns über einen Wandel dieser Immobilien kümmern müssen, weil eben durch die Schließung von Warenhäusern diese Häuser, die sehr speziell gebaut sind, wie ich vorhin gesagt habe, eben, dass man sich da sehr gute Gedanken machen muss, wie kann man die wieder nutzen, Einzelhandel, also kleinteiligeren Einzelhandel, ein Single-Tenant-Konzept wird da schwierig. Mixed-Use-Konzept wurde schon häufig eingeführt oder eben einfach öffentliche Einrichtungen. Allerdings sind durch diese Art der Immobilien, wie gesagt, die Herausforderungen mit neuen Mietern nicht zu unterschätzen. Es gibt ein paar Statements von Heads of Asset Management Fondshäusern, die sagen, aufgrund der aktuellen Lage wird jedes Nachnutzungskonzept eine Form von Einzelhandel im Erdgeschoss berücksichtigen. Das ist klar, weil die Lagen halt eben in präsenten Orten sind, wie in der Innenstadt oder auch an der Osterstraße zum Beispiel. Wenn Licht geschaffen werden kann, dann Kultur und Freizeit in die Obergeschosse. Also Licht geschaffen ist tatsächlich baulich gemeint dann auch als Frequenzbringer dann für den Einzelhandel im Erdgeschoss. Diese Kombination wird da aufgemacht. Und durch die Herausforderungen im stationären Einzelhandel erscheint eine Umsetzung von Single-Tenant-Konzepten zunehmend erschwert. Das habe ich eben schon erwähnt. Dann haben wir nochmal natürlich jetzt in der Rückschau auch die Möglichkeit zu sehen, okay, was wurde denn schon an Nachnutzungskonzepten etabliert und wie funktionierte das? Das ist auch eine Darstellung von PricewaterhouseCoopers. Leerstände, also leer geblieben sind sozusagen 4%, Mixed Use war fast die Hälfte und Einzelhandel, also reiner Einzelhandel, Shopping Center oder wieder geschlossen, das waren die Versuche knapp der anderen Hälfte sozusagen. Das ist das, was bis jetzt sozusagen funktioniert oder auch eben in Teilen nicht funktioniert hat. Nochmal genauer drauf geschaut, der Mixed-Use-Part, also fast, ja, es waren 49%, also fast die Hälfte. Da haben wir hier Einzelhandel, Büro, Hotel, Wohnen, Gastronomie und Senioren in den Farben dunkel oben, heller unten. Da ist es so, dass wir eine Büronutzung hier sehen, die einen großen Anteil hat, auch Hotel und in größeren Städten tatsächlich Wohnen, also gerade wie es hier in Hamburg auch irgendwie zu sein scheint, also größer 1 Million. Und ganz interessant ist eigentlich, dass in unterschiedlichen Größen der Städte der Teil der Senioren ist immer klein. Ich glaube, dass die Gastronomie, die darunter dann größer ist. Ja, genau, richtig, kein Widerspruch. Wir haben überleitend jetzt von den Warenhäusern dann auch den Deutschen Städtetag, der sich Gedanken gemacht hat über die Transformation zur multifunktionalen Nutzung, wie das dort genannt wird. Dort wurde im Hauptausschuss des Deutschen Städtetages vom 24. November ein Diskussionspapier verabschiedet. Und da habe ich einige Statements mal für uns hier rausgesucht. Generell geht es in dem Papier darum, den Mehrwert der Innenstädte und Zentren zu erkennen. Es geht darum, die Veränderungen mit dem nötigen Durchhaltevermögen auch zu begleiten und konsequent zu handeln. Dass wir auch mutig sind und Platz für Ideen und Experimente anbieten. Dass wir neue Plätze im öffentlichen Raum für Kunst und Kulturschaffende mit Unterstützung der Städte anbieten. Darüber haben wir jetzt, glaube ich, auch die letzten Monate eh schon durch Corona auch gesprochen.
in der Politik. Kreative Aneignung von Raum bietet Potenzial, um Innenstädte in vielfältiger Weise für unterschiedliche Nutzungen zu erschließen. Wenn wir sagen, Innenstädte multifunktional weiterentwickeln, dann geht es hier tatsächlich darum, dass eben einige Dinge beleuchtet worden sind. Zum Beispiel ist hier ein Aspekt, dass Digitalisierung weiterhelfen kann. Es gibt schon etablierte Konzepte, die einige vielleicht auch damals in den 90ern, habe ich das kennengelernt, in den USA. Da gab es dann schon Buchläden und Bibliotheken mit Café. Das gab es dann hier noch nicht, das kam dann hier erst später. Und auch mit Kultur als Kombination, das ist eigentlich soweit schon etabliert. Und hier sind noch ein paar andere Ideen auch gefragt. Und vielleicht ist bei euch in den Quartieren ja das ein oder andere auch schon umgesetzt, was wir gleich dann nochmal hören können. Coworking Spaces haben wir jetzt auch schon einige bekommen mittlerweile in Hamburg. Der Deutsche Städtetag fordert, Bund und Länder zu prüfen, wie Multifunktionalität in den Innenstädten einfacher ermöglicht werden kann. Auch hierzu wird spannend von euch zu hören, ob es da irgendwo Barrieren gab, ob es da Hilfestellungen gibt, die die Politik leisten kann. Und Förderprogramme, das hatte ich auch am Anfang schon erwähnt, da haben wir einen ganz kleinen ersten Schritt schon mal gemacht, einen guten, aber wichtigen ersten Schritt. Und was noch möglich ist, das werden wir nachher diskutieren. Dann haben wir eben den Teil Mut, Innenstädte als Reallabore einzusetzen. Hier geht es auch nochmal darum, dass wir verschiedene Akteure, Akteurinnen zusammenbringen können, um eben neue Ideen und Potenziale aufzuzeigen, Initiativen auch nachzugehen. Und es ist auch wichtig, dass wir Anwohnende mit einbeziehen. Das ist jetzt hier im Deutschen Städtetag noch nicht so rausgearbeitet worden, aber das ist das, was wir, glaube ich, in den Bezirken auf jeden Fall auch immer wieder feststellen, dass wir an bestimmten Stellen wirklich mit den Anwohnern aus zweierlei Gründen im Kontakt sein sollten. A, weil sie auch gute Ideen haben und eine Idee haben, was dort funktionieren kann und B, auch was verträglich ist für die Anwohnenden. Und hier sieht der Deutsche Städtetag nach Holbedarf beim Standort Innenstadt zum Beispiel, dass dort auch im Internet und auf anderen Plattformen, so Social Media, noch mehr sozusagen die Menschen, die sich viel dort bewegen, abgeholt werden und die Innenstadt sich dort zum Beispiel auch noch mehr präsentiert, kann man vielleicht auch für die Quartierszentren generell auch sagen. Auch dazu hatten wir bei uns in Altona zum Beispiel einige Themen, wie man das abbilden kann, um da die Brücke auch zu schlagen zwischen Präsenz im Netz und auf der Straße. So, Stadtteilzentren stärker im Blick nehmen und aufwerten. Das gibt eben doch einige Stadtteilzentren, die eben zu wenig Leben sozusagen haben. Gerade in Lurup haben wir zum Beispiel, dadurch, dass es ein Riesengebiet ist, das mit Förderung auch vom Bund unterstützt wird, eine Machbarkeitsstudie für das dortige Lurup-Center. Das gibt es auch in anderen Stadtteilen, die wir so als Hotspots oder äußere Stadtteile bezeichnen auch. Da leben viele Menschen mit speziellen, schwierigen sozialen Herausforderungen. Und dort ist es so, dass Machbarkeitsstudien helfen, mit Anwohnern, mit Menschen, mit Gewerbetreibenden zusammenzukommen und zu schauen, was sind da gute Ideen, Mitmachgärten zum Beispiel, andere Treffpunkte, die es dort nicht gibt, dort einzurichten, dass die Menschen sich draußen mehr treffen können und sozial auch interagieren können und eben nicht nur im Netz zum Beispiel und dort auch dann eben eingebunden werden in Projekte. Und hier ist es so, dass auch dort der Deutsche Städtetag gesehen hat, dass die Gesetzgebung zu Standortgemeinschaften und Business Improvement Districts zu überprüfen wäre. Aus unserer Sicht im Bezirk wäre es tatsächlich soweit eine Überlegung, die wir nachher auch noch anstellen können. Wie bekommen wir es hin, dass wir noch mehr gewerbetreibende EinzelhändlerInnen einbinden können, denen ein Forum geben können, sich zu organisieren, obwohl sie vielleicht nicht in der Lage sehen oder einen eigenen Verein zu gründen? Wie kann man dort die Schwellen noch niedriger machen, sozusagen, dass die auch in eine Fördersituation auch kommen und sich dort mit anderen noch organisieren können? So, das ist die Akteurslandschaft. Ich schicke nachher die Präsentation auch nochmal rum, deswegen brauchen wir das jetzt nicht alles durchgehen. Hier geht es einfach darum, dass wir vielfältige Akteurslandschaft einbeziehen wollen und auch proaktiv fördern, dass die sich dann einbringen können. Und da geht es um die ganz verschiedenen, interdisziplinär würde ich sagen, daran zu gehen.
Best Practice. Ich denke, das ist jetzt der Punkt, wo wir, wo ich die Präsentation pausieren würde und wo ich sehr gerne dann Melanie und Michael einbinden würde und auch danach Katharina, um zu hören, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wo eure Herausforderungen sind, wie euer Blick von der Vergangenheit ins Jetzt und in die Zukunft so sein kann. Jetzt nur mal gucken, dass ich das hier wieder stoppe. Melanie, du hattest mir was zugeschickt. Soll ich das hier irgendwie teilen oder bist du in der Lage, das dort auch zu teilen? Ich weiß nicht, ob sie das an uns alle freigegeben hat. Das könnte gut sein. Ja, also ich habe natürlich mal nur kurz unseren ganzen Jahresbericht zugeschickt. Hier genau. Wollte ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen, nur als Stichworte sozusagen. Aber so ein bisschen was konnten wir in Harburg schon bewegen. Und ich muss ja auch sagen, die Pandemie hat ja gezeigt, wir haben uns ja auch da selbst in Harburg, nicht nur in Harburg, sondern in Hamburg, die ganzen Interessengemeinschaften, auch über die Handelskammer sind wir alle näher zusammengerückt, haben geguckt, was können wir von wem, wer macht was, was kann man von wem lernen. Und auch da muss ich sagen, Hut ab vor allen, die sich da so engagieren. Weil ich muss sagen, der Einzelhandel, der ja sehr, sehr gelitten hat, hat da immer super kreativ auf Lockerungen, die teilweise oder erst einen Tag vorher in der Verordnung veröffentlicht wurden und dann hieß es so, ab morgen können wir öffnen. Das war zum Beispiel letztes Jahr bei dem ersten nach dem ersten Lockdown so, als es wieder geöffnet wurde, dass die alle sehr kreativ dabei waren, schnell umgesetzt haben, selbst die kleinen Geschäfte dann mit allen möglichen Hilfen sich organisiert haben. Und da muss ich auch sagen, sind wir in den Zentren ganz gut schon in Hamburg aufgestellt. Wir haben sehr viele Interessengemeinschaften und man hat halt gemerkt, dass man gerade in diesen Krisenzeiten einander auch braucht. Und wir haben dann auch zum Beispiel in Harburg Aktionen gemacht, wie ganz schnell mit Abstand und Maske am besten. Das heißt, wir haben Aufkleber für alle produziert, die dann so ein bisschen Lokalkolorit hatten, natürlich für Harburg, aber die uns dann auch wirklich sehr gern abgenommen wurden. Wir haben, als es darum ging, Daten zu erfassen, auch allen dann schnell Formulare erstellt und verteilt oder was ausgedruckt für den Shop nebenan, der jetzt gerade sagte, wie soll ich denn damit zurechtkommen? Also es war sehr viel Solidarität untereinander und wir haben, glaube ich, in dieser schwersten Krise des Einzelhandels auch gemerkt, was da für die Stadt ausmacht. Und gleichzeitig auch gemerkt, dass es natürlich die Hamburger Innenstadt am stärksten getroffen hat, weil da natürlich durch den Lockdown keine Touristen, also Homeoffice, keine Menschen, die in der Stadt arbeiten und dass die kleinen Zentren daran natürlich gewonnen haben, weil zum Beispiel unser Markt, wir haben den ältesten Wochenmarkt in Hamburg, liegt seit über 400 Jahren am gleichen Standort und dass der wirklich auch davon plötzlich profitiert hat, dass er jeden Tag stattfindet, dass viele Menschen jetzt im Homeoffice waren, da gemerkt haben, oh, da gibt es ja in der Woche tolles, frisches, regionale Produkte, man kann draußen einkaufen, das fühlt sich sicherer an. Sodass man sehen muss, was können wir aus diesen Erfahrungen jetzt lernen, was hätten wir besser machen können, was hätte vielleicht auch der Senat schneller oder vielleicht ein bisschen zugänglicher machen können, um nicht auch oft manchmal schnelles Handeln, über Nacht musste man dann teilen oder übers Wochenende ganz schnell die neuen Verordnungen sozusagen umsetzen. Also auch da haben wir viel, viel diskutiert und waren total dankbar, muss ich jetzt auch nochmal sagen, dass wir als der Einzelhandel wieder öffnen durfte, keine Testpflicht hatten. Also das haben wir ja auch nochmal kurz Umfragen gemacht über die Handelskammer, haben uns nochmal einen Tag, bevor es am Dienstag entschieden wurde, weiß ich noch, montags mit vielen IGs, über die Handelskammer online getroffen, haben gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach eine Testpflicht für den Handel. Und dass das nicht, beziehungsweise, das hatten wir uns sehr gewünscht, aber mitgerechnet. Und ich weiß noch, ich saß, als es in der Landespressekonferenz verkündet wurde, ich nur so, ja, keine Testpflicht. Also wir haben uns alle so gefreut, dass es so positiv war. Und man ja jetzt auch sagen kann, das hat ein bisschen wieder das Rad ins Rollen gebracht und dass wir jetzt wieder nur ab
morgen, glaube ich, heute schon nur noch 10 Quadratmeter, nicht mehr 20 Quadratmeter Regelungen haben. So haben wir das, glaube ich, jetzt ganz gut wieder in den Griff bekommen. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen die verkaufsoffenen Sonntage regeln, aber ich glaube, wir haben in Hamburg da ganz gut in dieser schwierigen Zeit auch voneinander, miteinander und in keinem Fall gegeneinander agiert in den ganzen IGs, sondern geguckt, was kann man von dem einen oder anderen abgucken. Vielleicht nochmal eine Nachfrage an der Stelle. Habt ihr konkrete Leerstände zu beklagen gehabt? Hat sich dort in der Fluktuation durch die Corona-Pandemie tatsächlich jetzt etwas verstärkt oder ist das im Nachhinein gesehen eigentlich gleich geblieben? Das ist wirklich erstaunlich. Ich war auch mit vielen Pressevertretern dann gleich, als es wieder losging, unterwegs, weil alle wissen wollten, noch in den Zentren, auch bei Zentren in Hamburg, wer ist denn jetzt, wer hat wieder eröffnet und sind eigentlich alle wieder an Bord. Und im Moment kann ich nur sagen, toi, 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 wir haben noch keine Kündigungen bei unseren Mitgliedern. Wir haben 90 Mitglieder und in den angeschlossenen Unternehmen haben wir ungefähr 308 Einzelhändler, die halt mit uns organisiert sind. Und wir haben natürlich ein paar Wechsel, aber die Flächen sind auch im großen Teil schon wieder belegt worden. Wir haben zum Beispiel auch einen TK Maxx in Harburg, der natürlich auch schon früher eröffnen wollte, aber der jetzt halt dann eröffnet hat. Und ja, es gibt immer ein bisschen Wandel, aber das Schreckensszenario ist so noch nicht ganz eingetreten. Damit bin ich natürlich sehr froh darüber. Klingt ja ganz gut. Vielleicht letzte Frage nochmal an dich, bevor wir dann weiter zu Michael geben. Habt ihr tatsächlich einen Transformationsprozess in irgendeiner größeren Fläche gehabt? Und welche Aktionsidee würdest du vielleicht nochmal herausheben, die ihr gehabt habt jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder entwickelt habt, die sich wirklich nochmal sehen lassen kann vielleicht? Ja, also wir hatten natürlich alle wahrscheinlich, wir hatten wirklich Angst damals, als es um die Karstadt-Entscheidung ging, dass unser Karstadthaus, was dann wirklich sehr exponiert liegt, aber auch nicht besonders hübsch natürlich ist, von außen gesehen. Und was, wenn es Leerstand werden würde, natürlich auch eine große Schwierigkeit bringt. Also unser Karstadt ist ja erstmal erhalten geblieben. Und wir haben aber schon, ich habe schon 2014, als ich beim City Management anfing, in Harburg mit Pop-Up-Läden auch mal Leerflächen gespielt, die wir über kreative Künstler, regionale Anbieter spielen. Und dieses Konzept hat sich, also wir haben im Moment derzeit gerade wieder 5 Pop-Up-Läden. Wir selber sind als Harburg-Info auch mit so einem kleinen regionalen Shop vor Ort, sehen uns so ein bisschen wie als Bürger-Info, aber auch als Tourist-Info, so viele Touristen haben wir zwar nicht, aber so als Ansprechpartner und haben so besondere kleine Produkte, die von regionalen, ob das jetzt Harburger Bergehonig ist vom Imker oder handgemachte Sachen oder auch wir haben so ein bisschen so eine kleine Harburg-Linie reingebracht mit Harburg Home-Off sozusagen, was wir mit der TU kreiert hatten und sind da halt jetzt sogar mit einem eigenen Pop-Up-Store, der jetzt auch wieder am 1. Juli eröffnet, ins Phoenix Center gegangen und sehen uns da auch mal so ein bisschen als Mittler zwischen Behörde und Bürger und ja, und auch so ein bisschen auf Regionalität, individuelle Geschenkideen. Ja, und diese Pop-Up-Stores oder auch mit Künstlern gefüllten Läden, das nimmt gerade wieder auch ein bisschen Fahrt auf. Auch da gucken, kann man Flächen damit wiederbeleben, kann man sie für eine bestimmte Zeit mal aktivieren und das machen wir halt dann auch zum Kulturtag, dass wir dann halt auch sozusagen Galerien manchmal nur fürs Wochenende mit reinnehmen. Also diese Idee der Pop-Up-Läden haben wir 2014 schon eingeführt und die haben sich auch ganz gut verselbstständigt. Ja, prima. Ja, es gibt natürlich auch Veränderungen, die nicht was mit Corona zu tun haben und auch nicht mit dem Onlinehandel und so weiter, sondern es gibt vielleicht bauliche und verkehrliche Veränderungen. Ich glaube, das wäre jetzt eine ganz passende Überleitung zu Michael. Wie sieht es denn bei euch aus, Vergangenheit, jetzt und die Zukunft? Ja, vielen Dank. Also so teils kann ich da zustimmen, was Melanie gesagt hat, dass während der Zeit die Zusammenarbeit auf jeden Fall intensiviert wurde. Und dass wir auch so manchen Zusammenhalt entwickelt haben, den es vorher
gar nicht gab. Man kannte sich teilweise auch als Nachbar nicht richtig, weil die Struktur verschieden war zwischen BID, Interessengemeinschaft und so weiter. Das hat sich zum Positiven gewendet. Auch die Runden, die wir mit den Senatsvertretern hatten oder mit der Verwaltung in letzter Zeit, die gab es früher alle in dem Maße nicht. Da muss man zu sagen, dass wir uns da auch sehr für einsetzen müssen, dass es die gibt. Aber die Offenheit war da. Auf der anderen Seite war die Innenstadt natürlich schon ein bisschen anders getroffen als die Wohnquartiere, nenne ich jetzt mal so im Gegensatz. Und das ist eine Geschichte, die kommt tatsächlich aus der Vergangenheit. Also die Pandemie hat jetzt in brutaler Weise eben aufgezeigt, was über die Jahre so herangeschleppt wurde oder was sich da entwickelt hat. Und das kam so alles zusammen. Also zum Beispiel, es wurde lange einfach nur Shopping als Erlebnis promotet, bis vor kurzem. Das Gefühl war schon da, dass es nicht reicht, aber es reichte noch für ein Business as usual. Ne? Es war ein großer, großer Fokus auf den Touristen und da vor allem den Tagestouristen. Und ein bisschen ins Hintertreffen kamen eben die Hamburger, also die Stadtteilbewohner. Wie kommen die denn in die Stadt? Es waren immer genug andere. Dann hatten wir, wie ich gerade sagte, wir haben einfach keine, natürlich gibt es den einen oder anderen, der bei uns in der Ecke wohnt, aber es ist keine belastbare Zahl. Ne? Also ich habe die gerade nicht parat, aber es sind wirklich erstaunlich wenige, die zwischen Hauptbahnhof und Rathaus, glaube ich, an zwei Händen. Und da kommen wir gleich zu noch, das Verkehrskonzept. Das war immer so ein bisschen diskutiert und hin und her, aber es gab immer eigentlich eher Unruhe, anstatt dass mal dann wirklich was zustande kam, wie es jetzt dann passiert ist. Wir hatten auch weiterhin einfach keine richtigen Konzepte, um die Aufenthaltsdauer und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Das hatte auch teilweise mit einer Altlast zu tun, die aus dem Umbau von um 2000 rumkam, dass es ein Jungfernstieg-Konzept gab von der Oberbauleitung, die ganz viele Sachen untersagt hat. Zum Beispiel die Nutzung der Häuserseite jetzt am Jungfernstieg. Die war einfach nur als Durchgangsschneise geplant bis jetzt. Das sind so die Sachen, und die sind dann wirklich so zusammengekommen, was einfach immer so ein bisschen als Defizit wahrgenommen wurde, wo man mal was machen muss, ne? Aber es lief immer alles gerade noch so. Und es kam zum Beispiel auch, als Karstadt sozusagen zusammenbrach, kam jemand, der hat die Luxushäuser rausgekauft. Das waren immer so Sachen, die haben alles weitergetragen. Und das, was damals einfach so ein Defizit war, was da rumschwebte, ist jetzt einfach eine richtige Bedrohung geworden. Ne? Weil es kam einfach alles zusammen, keine Touristen mehr, teilweise 20% der Menschen, die normalerweise in die Stadt kommen, und niemand, der eben dort seine täglichen Besorgungen macht. Und das eben dann gepaart damit, dass der Onlinehandel dann für viele eben auch noch erschlossen wurde in der Zeit. Also das war so jetzt die Situation. Und die wurde jetzt erkannt, und es gibt jetzt sehr viel Bewegung, nennen wir es mal so, die noch so in verschiedene Richtungen geht. Also da kann man ja einmal dazu kommen, dass eben das Senatskonzept ja durchgezogen wurde mit der Verkehrsberuhigung im letzten Herbst. Das war eine sehr spannende Erfahrung, weil wir waren überwiegend und, naja, also von unserer IG und auch drumherum, wir waren ja alle dafür, nur hatte man uns halt nicht mit ins Boot geholt wegen Gestaltung und so weiter und so fort. Da haben wir uns tatsächlich nachträglich einfach eingeworfen in die Runden. Das lief dann nach und nach ganz gut an. Da haben wir jetzt einen guten Austausch. Da haben wir jetzt regelmäßige Treffen, die verschiedene Sachen eben bearbeiten. Ganz praktische Dinge. Wie soll es da aussehen? Wie wird die Testphase evaluiert?
was fehlt. Alle möglichen Sachen können angebracht werden und werden tatsächlich auch angepackt. Sei es auch einfach nur das äußere Erscheinungsbild, das viel Anstoß ergab. Dann aber als nächstes bringt uns ein Mittelstreifen, auf dem man sich aufhalten kann und ein paar mehr Bäume, bringt uns das was? Das war auch mal, musste auch mal als ehrliche Frage gestellt werden. Also wenn der erste, wenn die erste politische Idee sozusagen durch war, was ist in der Praxis? Und da kam bei uns vor allem kamen eben drei Sachen ins Spiel, weil klar war, dass das Shoppen alleine nicht mehr reicht. Es ist auf der einen Seite der Wunsch nach mehr Kultur, also nach mehr kulturellen Veranstaltungen. Das heißt, im Gegensatz zu jeglicher Veranstaltung, also nicht, also die Kultur ist ganz oben, die schlägt von den Anliegerwünschen auch definitiv den Sport als Massenveranstaltung. Als nächstes kam, dass die Gastronomie, und zwar auch eine hochwertigere Gastronomie, ne? Also die zum Beispiel, da reden wir jetzt tatsächlich in den Runden mal über die Fairness- und Nachhaltigkeits- und Ziele der Biostadt Hamburg, also solche Geschichten, dass sowas nicht mehr einfach nur ein Beiwerk ist, ne? so ein Beibetrieb, da ist auch noch ein Café, sondern es wurde jetzt eben erkannt, dass das Erlebnisse bringt, die einfach auch mal jemanden dazu bringen, wie mich, wenn ich jetzt nicht zufällig für die Interessengemeinschaft arbeiten würde, aus Winterhude in die Stadt zu fahren. Und da haben wir zum Beispiel jetzt erreicht, dass wir mit den Anlieger-Gastronomen ein Projekt starten, wo wir eben diesen häuserseitigen Jungfernstieg-Boulevard mal wieder beleben in der Café-Atmosphäre. Dass Menschen da einfach sitzen, an der verkehrsberuhigteren Stelle jetzt und so eine Durchlässigkeit geschaffen wird. Weil die war überhaupt nicht mehr gegeben zwischen der Wasserseite und dem Haus. Man hat sich sogar bei einer Seite entschieden und dann war es da jetzt. Lass uns mal kurz ein bisschen auf die kulturelle Seite eingehen, die du kurz erwähnt hast. Und habt ihr da konkrete Planung gemacht oder irgendwas auch umgesetzt in dem Bereich? Genau, also jetzt auf dem Jungfernstieg direkt ist es so, dass wir als Interessengemeinschaft arbeiten wir mit dem Kulturverein zusammen, das ist der lebendige Jungfernstieg. Das ist jetzt noch ein Kulturverein, der hat seinerzeit die Umbauten in diesem Public-Private Partnership 2002 da die Spenden generiert und so weiter und so fort und war Bauherr der neuen Terrassenanlage. Und der dritte Zweck am Ende war die kulturelle Bespielung, der jetzt übrig bleibt. Das macht er seit 2012. Und den habe ich auch mal ein paar Jahre geleitet und die Konzepte mitentwickelt. Da gibt es einen Vertrag mit der Stadt über drei jährliche Veranstaltungen, die auf gerade, also nur pure kulturelle, künstlerische Veranstaltungen, die vor dem Hintergrund seiner alten Funktion eben aus den Gebühren und so weiter rausfallen. Diese drei Veranstaltungen, die sind so ein Veranstaltungsprimus vor Ort. Da ist es derzeit ein Musikfest, ein Filmfest und Kunstausstellung. Da haben wir jetzt vereinbart, dass diese Kapazität aufgestockt werden soll, weil das ist eine bestehende Infrastruktur und das ist eben auch ganz wichtig. Es gibt sehr, sehr viel, was in der Stadt schon besteht und bereit ist, was zu machen. Und das ist jetzt ein Beispiel davon, nämlich dieser lebendige Jungfernstieg. Und wir haben jetzt von bis zu 7 Veranstaltungen gesprochen, weil und da muss man auch immer wieder mit den Anliegern sprechen. Ständige Veranstaltungen, auch wenn sie kulturell sind und so weiter, sind auch eine gewisse, ist auch ein gewisser Stress. Also es ist eine Unruhe. Also man braucht auch mal ein bisschen so Phasen, wo nichts ist. Dem ist auch eine Regelung in der Innenstadt ja geschuldet, dass am Jungfernstieg mit Pausen und so weiter nur eine bestimmte Anzahl an Veranstaltungen sein soll. Und wenn man jetzt aber zu dieser Idee, die sehr charmant ist und auch politisch gewollt, zurückkommt, spielt dann so eine Problematik rein, die, wenn das Ganze dann in die Verwaltung geht, weil dort sind die ganz unabhängig davon, was die Menschen, die das dort bearbeiten, wie sehr die das wertschätzen und so weiter, ist manchmal die
der Boden noch nicht bereitet, dass das überhaupt möglich ist, sozusagen. Also wir haben eine politische Idee, aber dann muss die Verwaltung entscheiden anhand der bestehenden Regelungen und schon ist es nicht mehr möglich. Also zum Beispiel aufgrund dieses Vertrages mit dem Kulturverein sind nur 3 Veranstaltungen möglich, aus der Gebührenpflicht zu befreien. Und jede andere würde dann erstens schon mal für den Ort Geld kosten und es würde die Anzahl, die derzeit mit Sportveranstaltungen und so weiter ist, schon sprengen. Also so, wir haben so einen Willen und der wird dann, dem müsste noch der Boden bereitet werden. Das wird jetzt im Nachhinein diskutiert, was alles ein bisschen schwierig macht. Das ist so die eine Seite. Ja, und das ist halt wichtig, weil die würden gerne, aber dann kommt eine abschlägige Bearbeitung des Antrags und alle sind frustriert. Das ist nur so jetzt so ein kleines Beispiel. Citywide gibt es auch natürlich Planungen. Da gibt es ja einmal die gerade auch angesprochenen verkaufsoffenen Sonntage, die vor Jahren ja unter Mottos gestellt wurden oder Motti, was auch immer die Mehrzahl ist. Das ist, also finde ich gut, das ist vom Bezirksamt vorgegeben, sind recht offene Themen, die sind aber teilweise auch streitig, manche mögen die gar nicht. Also, und das ist vor allem die noch an den alten Shopping im Vordergrund hängen. Aber das dreht sich gerade so ein bisschen. Also diese Veranstaltungen um den Sonntag rum sollen intensiviert werden, dass der Besucher die auch als Innenstadtveranstaltung waren. Also da hatten wir theoretisch wären im April Integration, Inklusion als Thema gewesen. Im November haben wir Kunst und Kultur. Also es gibt einmal Sport an diesen 4 Tagen. Das ist eine Sache, die überlegt wird, dass man tatsächlich das Shopping, was ja den Einzelhandel natürlich am Leben erhalten muss, aber dem ein wirkliches Erlebnis überordnet. Das ist die Sache. Und das nächste ist, die Plätze wieder nutzen, also den öffentlichen Raum. Und da gibt es auch schöne Konzepte, die eben den auch teilweise als konsumfreien Raum sich wahrnehmen lassen. Weil wir haben in der Innenstadt ja ein großes Defizit an Orten, wo man sich aufhalten kann, ohne zu konsumieren. Und da haben wir zum Beispiel jetzt zum dritten Mal eine schöne Veranstaltung der Hauptkirchen, also von Jakobi über Petri nach Katharin, die mit der Aktion Auf die Plätze von Ende Mai bis Oktober ihre Plätze zurückholen, die ja alle den Kirchen nicht mehr gehören, und da offen sind für Menschen, die kommen und was veranstalten. Also bei St. Petri findet dann die Klimawoche statt. Wir hatten letztes Jahr mit denen auch was geplant, was nicht mehr stattfinden konnte. Und zum Beispiel der St. Jakobi-Kirchplatz wird ja auch überhaupt gar nicht genutzt. Ist aber ein wunderschöner Platz. Und dort habe ich jetzt, das ist eine andere Funktion, aber da habe ich über dieses Kennenlernen aus dem Interessengemeinschaftskreis, sind wir da übereingekommen, dass das Café, was dort schon lange nicht mehr betrieben wird, zusammen mit Slow Food Hamburg wieder zum Leben erweckt wird, damit der Platz wieder zugänglich wird. Das sind so kulturelle Geschichten. Sehr gut. Ich würde mal mit einem nochmal rausarbeiten wollen, die Karstadt-Filialen, die ihr beschrieben habt, das betrifft ja einige Stadtteile auch und die Innenstadt auch irgendwo. Mhm. Die drohende Karstadt-Problematik, wie weit sind da schon Ideen und Konzepte in der Schublade oder diskutiert worden? Vielleicht kann Katharina auch nochmal berichten aus Billstedt. Da habt ihr, glaube ich, ein Projekt gemacht, hattest du mir im Vorwege nochmal erzählt. Aber auch gerne generell nochmal aus deiner Sicht Quartierszentren. Was ist da durch Corona nochmal verschärft worden? Sind dir Konzepte bekannt oder auch umgesetzt worden? Eben multifunktionale Nutzung, um das nochmal hervorzuheben. Und vielleicht nochmal, wie kriegt man die Leute vom Online wieder in die Zentren rein? Kannst du vielleicht nochmal von dir einen Rundumschlag geben, wo du da Schwerpunkte in deiner Arbeit hattest? Ja,
Genau, ich glaube, ganz viel Wichtiges ist auch gerade schon angeklungen. Da kann ich eigentlich, glaube ich, aus unserer Erfahrung, die wir so gesammelt haben, ganz viel einfach bestätigen. Also ich glaube auch, dass die Quartierszentren da deutlich weniger gelitten haben jetzt zu Zeiten von Corona als die Innenstädte, also als die großen Zentren in den Großstädten in Deutschland. Dass die Leute einfach natürlich wieder näher an zu Hause dann unterwegs sind und sich treffen, spazieren gehen. Shoppen ging ja lange nicht, aber als es dann ging, hat man auch gemerkt, dass sich viele doch eher näher an zu Hause bewegten, als jetzt in die Bahn oder mit dem Fahrrad in die Innenstädte zu fahren. Und man könnte sogar fast noch weitergehen, dass man sagt, so neben den Quartierszentren haben sich noch kleinere Zentren quasi darunter auch so ein bisschen entwickelt. Also da ein Kiosk neben, ein Edeka und noch einer Buchhandlung. Und auf einmal ist das irgendwie so zum Treffpunkt geworden. Ich selbst in Eimsbüttel erlebe das hier auch, dass man eher nochmal einfach um drei Ecken geht und sich dann da auch nochmal verabredet oder so. Also dass sozusagen da nochmal so kleine Zentren entstehen. Ich glaube auch, was auch angeklungen ist, was wichtig ist, ist einfach dieses Thema der Mischung, der Nutzungsmischung. Dadurch wird einfach die Lebensqualität in den Zentren, ob jetzt größeres oder kleineres Zentrum, einfach belebt. Und es ist einfach wichtig im Alltag und da über die unterschiedlichen Tageszeiten auch so bestimmte Belebung in den öffentlichen Räumen auch herzustellen. Also da einfach zu schauen, dass in den, du hast es, Lars, glaube ich, ganz schön dargestellt, dass diese Shopping City da einfach, das nicht das Modell der Zukunft sein kann, also dass allein Handel und Shopping die Innenstädte dominieren, sondern dass da einfach es immer wichtiger wird, eine Mischung auch herbeizuführen. Kultur ist schon angeklungen, aber auch das Thema Wohnen bleibt wichtig und da auch Wege zu finden, dass ja, die hohen Mieten sind da, glaube ich, nicht sehr förderlich, aber da auch Modelle zu finden, dass das auch möglich wird. Aber auch das Thema Mobilität ist angeklungen, auch das ein wichtiges für die Innenstädte. Also wie kriegen wir es gelöst, da quasi den Außenraum qualitätvoll für alle Menschen nutzbar zu machen und ja trotzdem den Lieferverkehr und so weiter da zuzulassen. Also da Modelle zu finden, die für alle sozusagen, für die Wirtschaft, aber auch für die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort, für die Einkaufenden und so weiter, da gute Modelle zu entwickeln, ist auch sehr wichtig, auf jeden Fall. Ja, und das Thema Digitalisierung natürlich auch, der Onlinehandel, hat jetzt natürlich durch Corona ist deutlich verstärkt worden, aber ich hatte schon den Eindruck, dass nach so den ersten so Leerständen, die sich doch nach dem ersten Lockdown oder dann so nach einigen Wochen gezeigt haben, dass sich da auch in den Quartierszentren auf jeden Fall doch dann wieder befüllt haben. Du hattest das, Lars, so ein bisschen bestätigt, ne, als wir kurz telefoniert hatten, dass das eigentlich mir jetzt gar nicht so ganz große Fälle bekannt sind, wo auch Quartierszentren jetzt komplett auch heute noch so eine komplette, also so einen Untergang, übertrieben gesagt, erlebt haben. Oder ich weiß nicht, ob jemand Fälle kennt, das wäre nochmal ganz interessant, darüber zu sprechen, auf jeden Fall. Ja. Soweit. Ja, wir hatten in Lurup hatte ich das berichtet nochmal für alle, vielleicht, da hatten wir eigentlich jahrelang, jetzt fast eine Dekade eigentlich immer ein Problem mit der Auslastung in dem Center und dadurch eben auch keine Belebung dort auch des Außenbereichs des Centers, weil da eben kaum Leute hingegangen sind. Da gibt es so ein Kaufland und dann sind die da rein und wieder raus und fertig. So. Und das ist jetzt witzigerweise während der Corona-Krise, ohne dass es damit was zu tun hat. Anbahnung gab es vorher auch schon ein bisschen, aber jetzt trotzdem in der Krise haben die jetzt ihren kompletten Laden dort vollbekommen. Also da waren 3, 4
Flächen, die da zur Disposition standen. Das fand ich schon erstaunlich, dass das dann doch so viel Dynamik da angenommen hat irgendwie. Mhm. Ist vielleicht auch, man sieht das ja auch, es gibt eben viele, die renovieren, die sich nochmal hübsch machen, die nochmal ein anderes Konzept versuchen und dann nochmal neu starten sozusagen. Du hattest im Vorgespräch auch nochmal Billstedt erwähnt. Willst du da nochmal vielleicht ein paar Worte zu sagen? Ja, genau. Also in Billstedt waren wir mal unterwegs, haben auch da die Billstedter Landstraße und da die Umgebung so ein bisschen mit den im Rahmen von einer kleineren Beteiligung da auch die Bürgerinnen und Bürger so ein bisschen gefragt nach Wünschen und so weiter. Aber wir waren ja auch in Wandsbek Markt auch viel unterwegs und haben da Konzepte und vor Ort sozusagen gemeinsam entwickelt mit den Akteurinnen vor Ort. Und ja, in Ottensen haben wir auch dieses Ottensen macht Platz-Projekt begleitet. Und Harburg kennen wir natürlich auch durch ein, ich weiß gar nicht, wie das Projekt damals genau, ging es auch um die Innenstadt und die Lüneburger Straße und die Harburg-Arkaden und so weiter. Also da waren wir auf jeden Fall schon viel unterwegs und haben da eben auch mit den Menschen vor Ort gesprochen. Und da fiel mir nämlich auch vorhin in dem Zusammenhang mit den Warenhäusern und auch diese großen Shopping-Malls. Also da ist immer wieder auch wichtig, den Menschen wichtig gewesen, dass das auch ein Ort des Treffens, des Zusammenkommens, das, also ich sehe da, man sieht die viele Jugendliche, die einfach auch ja, so die Shopping Mall als Anlaufstelle haben, um sich zu treffen und dann ja, das Taschengeld für ein Eis oder andere Dinge auszugeben. Und das muss, glaube ich, wenn es da einen Umbruch gibt, einfach dann auch aufgefangen werden. Also wenn neue Konzepte dort quasi entstehen, ja, muss es ist einfach dieses sich treffen, begegnen, austauschen, da eine wichtige Funktion, die diese Center dann eben auch erfüllen. Und das muss, glaube ich, auch zukünftig sehr als Nutzung und Funktion einfach da sein. Was gab es denn von den Anwohnern oder von den Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, noch so für Anregungen oder was sie sich gewünscht haben, auch wenn es vielleicht nicht umgesetzt werden konnte? Also das mit den Jugendlichen, da kann ich dich bestätigen, das habe ich auch in den Gesprächen und auch selbst wahrgenommen, dass die auch, als es wieder möglich war, letztes Jahr gerne dorthin gegangen sind, weil ich glaube, irgendwann war es möglich, dass sie nicht draußen sein mussten, aber dann ins Shoppingcenter gehen konnten, um sich dann zu treffen. Das wäre natürlich eine Chance auch zu schauen, weil das sind ja gerade eigentlich Jugendliche sind ja viel am Handy, denke ich, würde man so in der Wahrnehmung teilen. Und wenn die dann rausgehen, irgendwie wäre es fast eine Idee zu gucken, was man denen sozusagen anbieten kann, ne? Ohne nur zu konsumieren. Aber was gab es vielleicht für Ideen noch von Anwohnenden oder von Leuten, die ihr befragt habt, irgendwie die, egal ob umgesetzt oder nicht? Zu den Shoppingcentern oder generell so zu den Außenraum innerstädtischen? Ja, öffentlicher Raum und Shoppingcenter würde ich jetzt unter einem Hut sehen. Das ist ja letztendlich da mehr Platz bereitstellen oder Orte bereitstellen, um sich dort aufzuhalten. Das hatten wir ja beides. Ja, genau. Ja, grundsätzlich, glaube ich, ist die Qualität des Außenraums der Treffpunkte immer ein Thema. Die Vielfalt und ja, Qualität, ich glaube, das kann man, glaube ich, da ganz gut auch am Jungfernstieg oder auch die Osterstraße, die jetzt ja so ein aufwendiges Redesign erfahren hat, dass das einfach, glaube ich, da einfach zum Wohlbefinden und zum ja, dazu beiträgt, dass die Menschen da sich treffen wollen und zusammenkommen. Und wir sind jetzt kürzlich auch in Sprinkenhof gezogen und ich radel da morgens auch immer über den Jungfernstieg und nachmittags und so. Und das ist einfach, also gefühlt war eben noch Corona und alle zu Hause, aber der Jungfernstieg war sofort voll mit Menschen, die das einfach da genießen, auch weil es natürlich eine gewisse Qualität einfach aufweist und dann auch im Zusammenhang mit dem ja, mit der Fahrradstraße und das einfach eine gewisse Qualität hat. Ja, das ist generell immer ein Thema, auch bei den Beteiligungen, das Thema Mobilität, also auch das Strittigste, würde ich sagen, die Verfechter eines eher Fußgänger- und fahrradfreundlicheren Umfelds gegen die Leute, die gern vorm Laden parken. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Herausforderungen, zu schauen, wie kommt man erstmal gut hin in die Zentren und wie sind die dann gestaltet und wie sind sozusagen die Nutzer
Bedürfnisse dann oder das Verhältnis der Nutzerinnen und Nutzer für die unterschiedlichen Mobilitätsformen dann, ja, das ist einfach strittig und wird, da muss man einfach mal einen guten Mittelweg finden. Ja. Also wir können mitnehmen, dass was Neues auf jeden Fall erstmal zieht und die Leute kommen und wenn es dann gut ist, dann kommen sie auch wieder. Mhm. Ich würde gerne nachher nochmal auf die Frequenzen vielleicht ein bisschen auch eingehen und nochmal ein bisschen detaillieren. An der Stelle würde ich gerne jetzt nochmal Miriam gerne mitnehmen und das Thema Förderung nochmal vielleicht aufmachen. Ich werde dazu nochmal den Bildschirm erneut teilen hier drüben. So. Wieder sehen, genau. Also wir haben eben so ein bisschen angerissen, das machen wir gleich nochmal in der zweiten Runde nochmal ein bisschen prägnanter, vielleicht was funktioniert gut, was nicht gut. Und auch die Organisation nicht organisierter EinzelhändlerInnen ist, glaube ich, noch ein Thema, was wir nachher nochmal anschneiden werden. Und Anwohnende. Aber jetzt kommen wir am besten zum Thema Neustartfonds City und Zentren. Und da würde ich gerne an Miriam nochmal übergeben. Ja, vielen Dank. Also das Thema, wie gesagt, wie fördern wir jetzt auch die Innenstadt und vor allen Dingen auch alle Bezirke und Quartiere gleich, hat uns, das habe ich ja eingangs gesagt, seit Corona immer weiter beschäftigt. Und jetzt wurde vor nicht allzu langer Zeit der Neustadtfonds City und Zentren aufgelegt. Das sind 1,1 Millionen in diesem Sonderförderprogramm. Das ist natürlich nicht sehr viel, aber es soll dabei helfen, diese, also sowohl in der City selbst, aber auch in den Stadtteilen, so einen Neustart ein bisschen anzustoßen. Also sei es durch saisonale Sonderaktionen oder Pflanzaktionen, Laternen laufen im November oder Weihnachtsdeko oder was auch immer. Und das wurde aufgeteilt auf die unterschiedlichen Bezirke. Also einmal hat Hamburg-Mitte inklusive Innenstadt kriegt 300.000. Harburg und Bergedorf, ich muss gerade mal gucken, jeweils 100.000 und alle weiteren Bezirke 150.000 Euro. Auch das, wenn man das jetzt runterbricht auf die einzelnen Quartiere, ist nicht wahnsinnig viel und es können sich erstmal auch nur so quasi formal selbstständig, so formale Interessensgemeinschaft oder BITS bewerben. Da fallen auch ein bestimmter Kreis an EigentümerInnen Gemeinschaften raus. Da sind wir gerade am Überlegen, ob man das oder wie man das nachsteuern kann, dass man das ein bisschen breiter in der im Antragsformular aufstellt. Aber insgesamt geht es damit, dass man sich halt selbst als Quartier wieder ja neu aufstellen kann. Und ich hoffe, dass es auch angekommen ist. Ich würde vielleicht mal an Michael und Melanie Gitte fragen, ob das klar ist, dass es dies gibt, beziehungsweise ob Mitte mit 300.000 was anfangen kann. Also, und zwar Mitte, nicht nur die Innenstadt, sondern insgesamt. Aber es war nicht so einfach, da nochmal also Geld in die locker zu machen. Ihr wisst alle, dass der Haushalt nicht so toll aufgestellt ist und auch in den nächsten Jahren vor allen Dingen nicht aufgestellt sein wird. Aber wir wollten schon einen Beitrag irgendwie leisten, dass man sich da mit dran beteiligt, auch städtischerseits mit den Förderungen. Wichtig ist, dass es grundsätzlich wirtschaftlich gesunde Unternehmen sind. Also es sollen keine Verbünde sein, denen klar ist, ach so, die hatten vor Corona schon Probleme, die fördern wir jetzt. Aber also da gab es tatsächlich auch bei den Hilfen ziemlich viele, die das trotzdem versucht haben zu beantragen, also jetzt einzelne Unternehmen. Ja, und so soll das jetzt alles so ein bisschen, wie ich sie meinte, so der erste Push eben kommen. Und es ist auch nur noch, das habe ich heute nochmal nachgeguckt, beantragbar, glaube ich, bis August dieses Jahres. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so lang. Aber die Stadt stellt sich wahrscheinlich auch vor, dass es danach einfach wieder läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich finde das immer auch ein bisschen kurzfristig gedacht, weil man einfach nicht weiß, was im Herbst passiert. Also ich bin kein negativer Mensch, aber
mit der Varianz jetzt und wie sich die Corona-Pandemie wieder entwickeln kann, gibt es eben mehrere Szenarien so und man sollte sich nicht auf eins festlegen. Aber das ist eine andere Diskussion. Genau, also dieser Neustartfonds gibt es, bisschen eingegrenzt auf die möglichen Antragstellerinnen, aber es soll halt schon so eine aktive Wirtschaftsförderung sein, die nicht wettbewerbsverzerrend ist natürlich. Ja, vielleicht nochmal zu Melanie. Habt ihr das wahrgenommen? Haben da schon welche genutzt oder habt ihr es direkt genutzt? Es ist ja so, dass da Interessengemeinschaften Anträge stellen können. Und ich meine, die Förderrichtlinien wurden nochmal überarbeitet. Und es ist jetzt so, dass eigentlich die Hälfte der Summe, die den Bezirken zur Verfügung steht, dieses und die andere Hälfte nächstes Jahr genutzt werden können soll. Aber das ist wohl irgendwie auch flexibel, dass das dann irgendwie fließender Übergang sein kann oder sowas. Aber spannend wäre zu hören, wie Miriam gerade sagte, wer weiß schon was und was macht ihr damit? Vielleicht kannst du was sagen, Melanie. Ja, das ist zum Glück natürlich doch angekommen von beiden Seiten. Erstmal über die IGs halt auch und über den Bezirk dann auch. Die Bezirke sind ja, wir sind ja, sage ich mal, im Moment auch zum Glück schon ein Projekt, was als City Management von der Bezirksversammlung gefördert wird seit 2009. Und wir sind so ein PPP-Modell, also die ECE fördert uns mit Sparkasse Harburg-Suhl. Wir haben ja noch so eine ehemalige Kreissparkasse, die in Harburg ansässig ist. Und der Bezirk und das City Management selber, also wir sind schon ein Misch, wo wir auch immer sehr eng mit den Förderungen des Bezirks, natürlich Förderstellen des Bezirks zusammenarbeiten. Aber dieses Programm bringt uns natürlich auch noch mal weiter, um Aktionen voranzubringen, wie zum Beispiel wirklich ein Internetauftritt, der nicht nur eine Seite vom City Management ist, wo man dann steht, eine Liste reinbringt, der und der macht mit bei Click and Collect oder Click and Meet und solche Sachen, da haben wir uns ja einfach nur beholfen, sondern wir wollen jetzt auch mal wirklich das nutzen, um dafür einen Antrag zu stellen. Ich habe dafür schon Angebote eingeholt und es gibt da eine Grenze, glaube ich, bis 20.000 Euro pro Projekt und wir haben jetzt gerade mit dem Bezirk abgestimmt, dass wir voraussichtlich 4 Aktionen reinbringen möchten über das City Management. Das muss natürlich erstmal mit dem Vorstand. Dann müssen wir diese ganzen Angebote einholen. Also wir würden gerne die Digitalisierung vorantreiben, was ein ganz wichtiges Thema ist, was wir uns seit Jahren ja schon wünschen. Also wir sind da auch mit den Machern von unserer Altona zum Beispiel zusammen, haben überlegt, ob man da nicht gemeinsam was machen kann, was halt unser Altona, auch unser Harburg sozusagen lohnen kann. Auch das Thema Altona Brings, die haben das ja schnell in der Corona-Zeit letztes Jahr entwickelt. Da zu gucken, was macht man da. Dann wollen wir gerne das Thema Weihnachtsbeleuchtung. Das sind auch so Themen, die der Einzelhandel jetzt nicht fördern kann. Also können wir denen auch nicht zumuten. Wir haben letztes Jahr schon für die Weihnachtsbeleuchtung die Händler gar nicht mehr angepickelt, sage ich mal so, sondern das aus eigenen Rücklagen noch finanziert. Aber da würden wir gerne einen Antrag mitstellen, weil wir das auch ein bisschen nachhaltiger dann sehen, dass es halt auch öfter genutzt wird, genauso wie die Internetplattform. Trotzdem würden wir auch gerne einen Teil für Marketing nutzen, zu sagen, Local Shopping in Harburg, wer macht alles mit und können wir das noch ein bisschen anders machen, als wir haben und die ein bisschen eingeschränkter sind. Also das wären so die großen Projekte und auch im Bereich der verkaufsoffenen Sonntage haben wir sonst immer einen Großteil, der vom Einzelhandel finanziert wurde, wo wir in diesem Jahr sagen, auch da, denke ich mal, kriegen wir nicht die Möglichkeiten, die wir sonst haben für die Großveranstaltungen, die auch in Themen laufen sollen, obwohl ich da auch in diesem Jahr denke, da beißt sich manchmal auch die Katze in den Schwanz, weil einerseits sollen wir Großveranstaltungen machen, andererseits sollen da nicht so viele Menschen aufeinander treffen. Das ist natürlich in Corona-Zeiten mit Großveranstaltungen ja alles ein bisschen schwierig. Aber auch da wollen wir zum Beispiel Integration und Inklusion auch noch ein bisschen gefördert bekommen, dass wir da ein schönes Programm oder ein gutes Programm, was wir jetzt ursprünglich nicht finanzieren können, dann daraus machen. Also ich würde sagen, wir wollen daraus was Nachhaltiges, was wir weiter nutzen können, wie die Digitalisierung, eine Weihnachtsbeleuchtung, aber auch eine Aktion vor Ort und auch ein bisschen mehr Presse. Also das sind so unsere Bausteine. Wir müssen das jetzt alles in einen Antrag schreiben und Anträge sind im Moment natürlich auch mal
schwierige Themen mit Angeboten und so. Und ich kann mir vorstellen, dass halt natürlich viele Anträge schreiben wollen. Wir haben in Harburg das Glück, dass wir als Bezirkszentrum gemeinsam agieren können. Dann haben wir noch das Süderelbe, den Süderelbe-Bereich. Und wir sind auch gerade ja dabei, in Harburg noch ein bisschen weiter zu fusionieren, sodass wir da ein bisschen das auch gemeinsam steuern können. Also wir müssen jetzt nicht auf ganz viele andere Partner noch warten, sondern wir haben da schon alle in einem Boot. Das ist schon mal ganz praktisch für solche Anträge. Vielleicht, klingt doch schon gut, dass du ihr habt da gute Ansätze ja gefunden, die da auch genau dazu passen. Das ist eigentlich gut zu hören. Habt ihr eine Idee, wie ihr die ganzen EinzelhändlerInnen noch einbinden könnt oder geht das überhaupt, die eben nicht organisiert sind? Weil im Moment ist das Förderprogramm ja so gestrickt, dass nur als Interessengemeinschaft ihr Projekte dort anmelden könnt, pro Projekte 20.000 pro Jahr auch. Habt ihr da irgendwie eine Idee oder wie macht ihr da so eine kleine Beteiligung von oder sowas? Kannst du da vielleicht nochmal zwei, drei Worte sagen? Ja, also wir haben in Harburg ein bisschen das Problem, wie zum Beispiel auch bei der Lüneburger Straße haben wir, ich sag mal, nicht so einen hohen Anteil an Mitgliedern. Wir haben viele migrantisch geführte Unternehmen und haben halt auch mit Unternehmer ohne Grenzen jetzt in Zusammenarbeit angestrebt. Wir haben halt Quartiersmanager vor Ort, der seit diesem Jahr agiert und der für uns sozusagen auch so ein bisschen als Koordinator da mitmacht, weil man uns immer so ein bisschen als sehr behördlich einstuft. Und wir versuchen halt, einen Übersetzer zu finden, der halt auch die Kulturen noch besser vernetzt und zusammenbringt. Und das ist gerade auch für das Projekt Digitalisierung jetzt vorgesehen, weil wir wollen da ja auch Unternehmerprofile darstellen. Und da kriegen wir jetzt, glaube ich, einen guten gemeinsamen Nenner und Unterstützer, um halt die bisher noch nicht organisierten oder bei uns nicht organisierten Unternehmen auch mitzunehmen. Mhm. Sehr gut. Michael, kannst du noch mal kurz umreißen, ist euch das Förderprogramm bekannt und wenn ja, habt ihr Pläne, es zu nutzen? Und vielleicht auch da, wie könnt ihr die noch mit einbinden, die nicht bei euch organisiert sind? Mhm. Ja, das ist uns sehr bekannt. Also wir haben jetzt, zuerst mal kurz zur Höhe, was Miriam noch gefragt hat. Ich hatte mich damals, oder Frau Kramer, die sich um die Kolonnaden kümmert, meine Kollegin und ich, wir hatten uns damals zweimal mit Herrn Dressel tatsächlich getroffen und hatten mit ihm darüber gesprochen und aufgeklärt, was IGs sind, machen und was die Probleme sind. Und wir hatten damals für ein laufendes Jahr 1 Million gefordert. Jetzt haben wir die 300.000 für 2 Jahre und es ist ja nicht nur der Cityring, es geht ja in Mitte, das ist ja auch sehr wichtig. Das ist, es ist eine schöne Geste, machen wir mal so. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Player da in der Innenstadt, deswegen ist das ziemlich schwierig. Es gibt den Innenstadtdialog, der ist tatsächlich morgen wieder zum dritten Mal, wo wir mit den Senatoren auch zusammenkommen und da einmal drüber sprechen. Deswegen, das wird wirklich sehr, sehr gut geführt und auch interessant, dass wir da einfach mal so zusammenkommen, weil man kam sonst ja nie so in Kontakt. Wahrnehmen, ja, also wir als IG tun es da aber auch zusammen. Also wir machen da nichts alleine, weil es muss dann damit auch ein bisschen mehr zusammenkommt, vor allem auch vor dem Hintergrund, was Melanie gesagt hat. Wir wissen nicht, wo sonst Gelder herkommen sollen. Also man kann gerade keinen fragen. Also man kann fragen, aber die Frage ist schon immer geblieben. Die war früher schon schwierig, es wurde von Jahr zu Jahr schwerer, auch für Kleinstbetriebe in die Werbung zu gehen, auch wenn es mal irgendwie, also manchmal kam es mir vor, 50.000 kriege ich leichter als 1.000. Aber die Geschichte ist die, wir haben... mit dem Kulturverein haben wir jetzt uns für 2 Sachen zusammengetan, aber erst ab Herbst, weil wir davor noch nicht gesagt haben, dass wir da was veranstalten. Nämlich für das Kino. Das ist, können wir dann wieder das Kino durchführen, das schwimmende Kino mit dem Filmfest Hamburg zusammen, wo es ja überall an jeder Ecke fehlt. Also da ist so ein Antrag schon sehr, sehr entgegenkommen, ne, dass man da jetzt mal was beantragen kann. Und für die Kunstausstellung mit dem Kulturverein, die wird dieses Jahr wird gerade noch ausgelobt, mit welchem Museum wir das dann machen. Dann was ganz Praktisches, falls es den Weihnachtsmarkt nicht geben sollte, dann ersatzweise auch eine Weihnachtsbeleuchtung, weil
Das haben wir letztes Jahr gerade noch so hingekriegt, weil sonst wäre es, also es ist nicht so unterschätzend, wie wichtig das ist, dass da Lichter scheinen. Also ganz, ganz einfach gesagt. Und für alle ganz schön Schwein alle, wenn ich da mal reinspringen darf, dass ihr das noch hingekriegt habt, Miriam und Dominik und mit der Koalitionspartnerin. Ja, also und dann ist die große Frage, was dann nächstes Jahr kommt. Also ist überhaupt noch irgendwas übrig? Also wird was zurückgehalten? Das ist für zwei Jahre gedacht, ne? Du hast für beide Jahre. Also genau, das ist jetzt für dieses Jahr schon so viel beantragt, dass es eigentlich weg wäre. Also das war eine ganz witzige Geschichte. Am Tag der Verkündung hatte Innenstadt für alle schon die kompletten 300.000 beantragt. Also einfach mal so. das ist halt jetzt die Frage, wie wird es dann praktisch? Also wir würden nächstes Jahr gerne mit dem Verein zusammen, wenn es dann genehmigungsmäßig möglich ist, noch zusätzliche Konzepte machen. Zum Beispiel eben auch mal ein Foodfest oder ähnliches, was wir auf dem Jungfernstieg noch nicht haben. Und da ist noch ein bisschen so offen. Aber nutzen auf jeden Fall sehr gerne. Okay, super. Ja, ich würde gerne noch auf jeden Fall noch mal kurz Katharina reinnehmen und Dominik auf jeden Fall auch noch mal einbinden wollen, der noch gar nicht so richtig zu Wort kam irgendwie und es ist schon Viertel nach neun, die Zeit geht wirklich schnell rum. Vielleicht ganz kurz noch mal, Katharina, hast du noch Kontakt zu IG in Werbegemeinschaften, Wirtschaftsvereinen? Kennt ihr dieses Programm und hattest du damit schon Berührung? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee. Also ich weiß nicht, ob vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die da eher noch mal was mit zu tun hatten. Nee, aber ich schicke ja nachher noch mal ein paar Infos rum und dann kann ich dir das mal mit dabei packen. Super. Ja, ich würde gerne Dominik auch gerne noch mal einbinden. Was hast du für Eindrücke eigentlich aus deiner Arbeit oder aus eurer Arbeit, Diskussionsrunden, die vielleicht nicht so sehr im Bezirk irgendwie verortet sind? Wir haben so ein paar Sachen ja rausgearbeitet, was wir tun könnten, um die Leute auch wieder rauszubekommen aus den Wohnungen sozusagen, aus der Corona-Zeit und von diesen Amazon-Knöpfen wegzubekommen. Was hast du vielleicht noch Wünsche, Forderungen oder Ideen, die ihr bei euch besprecht? Ja, wir haben ja, wie ich schon am Anfang sagte, so einen eigenen Prozess auch als Fraktion gestartet und uns für die Legislatur auch Schwerpunktthemen gesetzt. Ein Schwerpunktthema, das wir uns gesetzt haben, nennen wir Stadträume. Und das soll auch diese ganze Bandbreite zeigen, wie können wir die öffentlichen Räume attraktiver machen für die Menschen und wie können wir sie fit für den Klimawandel machen. In diesem Bereich gibt es jetzt so eine Dreiteilung, die wir für Räume haben, Wege, Plätze, Märkte. Und letztendlich zahlt das ja auf diese Themen ein, die ihr jetzt auch in Bezug auf die kleinteiligeren Quartiere, die Quartierszentren besprochen habt. Ne? Weil das, also am Ende können wir natürlich auch mit den Eigentümern im Rahmen von BITS auch die kommerziellen oder die privaten Flächen mitgestalten. Aber man muss natürlich klar sagen, dass die Hauptaufgabe der Stadt ist. Und bei uns ist ja immer diese Besonderheit, dass wir eben als Bundesland und Einheitsgemeinde sozusagen alles in einer Hand haben. Und unser Job ist natürlich zu gucken, dass diese Transformation der öffentlichen Räume langsam in Gang kommt oder am besten auch mal ein bisschen schneller in Gang kommt. Woran kann das scheitern? Das hat natürlich immer eine Sache auch von Planungskapazität. Es ist nicht immer nur Geld, sondern es braucht ja auch Planungskapazität und Menschen, die gestalten und planen. Es sind Bürgerbeteiligung und Beteiligungsprozesse auch für die lokalen Akteure, Handel, Kultur, Freizeit wichtig. Und dann kommt natürlich auch noch das Thema von Geld hinzu. Und ich glaube, Politik ist da vor allen Dingen gefragt, die Rahmenbedingungen zu verändern und zu verbessern, dass diese Transformation vielleicht etwas schneller ablaufen kann, als sie sonst üblicherweise ablaufen würde. Denn der Handlungsdruck, und ich glaube, das ist ja hier deutlich geworden, und da ist Corona jetzt auf die Dekade gesehen ja nur ein Treiber, der ist relativ groß, dass es Veränderungen gibt. Konsumgewohnheiten haben sich jetzt in einer relativ kurzen Spanne jetzt sehr stark verändert zum Thema Online-Shopping. Das ist aber auch wiederum eigentlich nur eine Facette von Konsumgewohnheiten, aber eine wesentliche. Aber auch Freizeitanforderungen und Freizeitbedürfnisse haben sich geändert und Mobilitäts
Bedürfnisse und Mobilitätsgewohnheiten verändern sich gerade dramatisch. Also wir sehen eine Stadt, in der jetzt schon in einigen Quartieren die Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel kein eigenes Pkw mehr hat. Aber trotzdem sind die öffentlichen Räume und die Wegebeziehungen und die Verkehrskonzepte immer noch dafür ausgelegt für Individualverkehr mit dem Pkw. So, und wie kann jetzt dieser Transformationsprozess gelingen? Da gibt es natürlich sowas wie die Pop-up-Bike-Lane. Das geht mal relativ schnell. Ne? Das ist jetzt baulich kein Rieseneingriff. Verändert ja aber schon Verkehre zu den Quartieren und führt ja schon dazu, dass die Art und Weise, wie Leute sich in der Stadt kleinteilig bewegen, sich verändern. So, das kann, da sehe ich die Bezirke natürlich vor allen Dingen auch dann in der operativen Verantwortung, aber wir als Bürgerschaftssenat natürlich in der Gesetzgebungskompetenz, dass man auch guckt, wiederum mit dem Bund alleine geht es nicht, wie auch Planrecht sich verändern kann. Ne? Es gibt ja schon diese urbanen Räume, aber da sind sicherlich noch mehr Sachen denkbar. Wir haben immer das große Thema der Planungskapazitäten in den Bezirken und das, so, wenn man mal ein bisschen weiter wegschaut, dann ist das, glaube ich, die Herausforderung, wie kriegen wir so ein bisschen mehr Geschwindigkeit in diesen Veränderungsprozess. Auch der kleinteilige Handel und Einzelhandel wird sich verändern müssen. Gewisse Konzepte werden nicht mehr funktionieren in der Zukunft. Aber viele Konzepte können eigentlich weiter bestehen, wenn sie sich ein bisschen anpassen, digitalisieren, mit dem Onlinehandel verschränken. Und dafür müssen wir aber diese Umgestaltung der öffentlichen Räume auch voranbekommen. So, und da sind wir in einigen Bereichen auch selbstkritisch gesagt noch zu langsam, aus Gründen, die man sich eben so denken kann. Dann Planung, Geld, manchmal auch der Widerstand vor Ort. Ja? Also das ist auch eine Kritik, die ich immer wieder habe. Es gibt eine große Einigkeit, dass wir diese öffentlichen Räume umgestalten. Mehr Grünflächen, mehr Fußgänger, mehr Radverkehr, weniger Parkflächen. Und wenn man mal vor Ort in die Planung reingeht, auch manchmal mit den Bits, dann geht es dann doch wirklich manchmal um den letzten und den einen Parkplatz da vor Ort, weil dann der einzelne Händler sagt, ja, aber die drei Parkplätze bei mir vor Ort, wenn die weg sind, dann verliere ich. Ich hatte letzte Diskussion mit einem Bio-Händler in einem Spüttel, der gesagt hat, ich habe jetzt statt 7 noch 4 Parkplätze vor der Tür und ich habe deswegen 20% Umsatz verloren. Und das ist aber eine subjektive Wahrheit, weil ich glaube nicht, dass der jetzt lügt, aber ne, da sieht man, wie schwierig das ist. Oder ich erinnere mich an einen Laden, der sich an uns gewendet hat, wo mit sehr, sehr viel Geld ein öffentlicher Raum vor seiner Tür verändert wurde, aber der eigentlich das nicht wollte, weil er gesagt hat, diesen Transformationsprozess, diese Umbauphase, diese Baustelle überlebe ich schlicht und einfach nicht. Und das ist das Problem auch im Handel, dass im Einzelhandel viele kleinteilige Akteure, die wir unbedingt ja wollen, die erhaltenswert sind, aber so am Limit fahren, dass sie selbst solchen kleinteiligen Transformationsprozesse wie den Umbau der Straße vor der eigenen Haustür schon gar nicht mehr verknusern können. Und dann kommen ja auch schnell Forderungen nach Schadenersatz oder Erstattungsleistungen oder Hilfen. Und da ist natürlich immer das Problem, wie soll man das rechtfertigen, sowas aus Steuermitteln zu erstatten, auf welche Rechtsgrundlage soll das eigentlich gehen, wenn gleichzeitig ja genau in den öffentlichen Raum vor seiner Nase, vor ihrer Nase, was auch immer gerade investiert wird. Also es sind im Kleinen viele so Widerstände aufzulösen. Es geht auch oft um Budget und ich glaube, das ist so die Herausforderung, die jetzt anstehen. Und ich finde, das war jetzt gerade eine gute Diskussion, weil ihr diese kleinen Schritte, die man überall gehen kann, auch gut dargelegt und beschrieben hat. Ne? Und wir sind natürlich jetzt sozusagen auf der bürgerschaftlichen Ebene immer eher bei den Strukturen und bei den Rahmenbedingungen, wo wir da anfassen müssen. Ja, vielen Dank dir. Kann ich gut noch mal was ergänzen, vielleicht auch aus Altona. Wir haben eine Umfrage gemacht über unseren Wirtschaftsförderer, den Herrn Schattauer. Der sollte mal auf alle Interessengemeinschaften zugehen und fragen, was für Ideen die eigentlich haben, was sie gerne umgesetzt haben möchten. Und da kam dann tatsächlich auch die Nachfrage, ob wir über dieses Förderprogramm oder wie auch immer Lastenräder und Plätze dafür irgendwie organisieren können, was ja eigentlich auch für die Aussage spricht, die Katharina vorhin gegeben hat, dass die Leute sich im Mikroraum noch mehr eigentlich aufhalten wollen. Und dass auch diese Lastenräder, seht ihr überall in den Straßenräumen immer mehr zunehmen, dass die Menschen damit rumfahren. Und ich glaube, das ist auch ein Vehikel, um das doppelsinnig nochmal zu sagen, dafür, dass die Menschen auch sagen, okay, ich muss jetzt nicht in so ein Auto springen und irgendwo hinfahren, was abholen, sondern ich kann das mit dem Lastenrad mal eben zum Baumarkt fahren oder solche Sachen oder ins Quartier reinfahren. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Leute noch ein bisschen mehr in die Quartierszentren bringen kann, wenn dort ja tatsächlich Lastenräder sich auszuleihen sind, die dort im öffentlichen Raum stehen. Wer kennt sicherlich die Weizstraße, da haben wir doch die Herausforderung, dass dort immer die Leute in die Läden reinfahren.
Und da haben wir dann die ersten Poller hingestellt, die waren dann nicht dick genug. Dann sind die zweiten, die stärkeren Poller aufgestellt worden. Und dann sind die Leute zwischen den Pollern durch in den Laden auch nochmal wieder reingefahren. Und jetzt ist die Überlegung tatsächlich, dass wir dort vielleicht 4 Lastenradparkplätze dorthin stellen, wo die Leute noch theoretisch zwischen die Poller durch können. Dass vielleicht nochmal 2 Fliegen mit einer Klappe sind irgendwie, was man auch gut machen kann. Und das klingt gut, Dominik, was du sagst, dass wir die Stadträume gemeinsam anfassen, auch in den Bezirken. Und ja, bezirkliche Planungskapazitäten sind gefordert. Das ist ein Thema, was wir alle wissen. Ja, ich finde, was wir, glaube ich, hier nicht erarbeiten können, aber was wir noch vor der Brust haben alle, ist, glaube ich, das Thema Karstadt. Irgendwann wird es kommen, dass wir uns darüber intensiv Gedanken machen müssen. Was machen wir mit den Warenhäusern, die noch im Betrieb sind sozusagen? Und ich glaube, da ist es gut, irgendwann Antworten zu haben, bevor die dann tatsächlich irgendwann vielleicht sich nochmal verändern und am besten vielleicht sogar gemeinsam mit denen nochmal zu gucken, wenn nicht Schließung, vielleicht Reduktion und dann eine multifunktionale Nutzung zusammen mit denen ist, glaube ich, vielleicht sogar die beste Idee. Aber erstmal ist es ja gut, dass wir da nicht so hart betroffen sind in vielen Quartieren, dass da tatsächlich die alle dicht gemacht werden. Ja, Frequenz. Das finde ich, wenn ich kurz dazu was sagen kann. Ja. Das fände ich sehr wichtig, weil man sah es ja über Jahre kommen. Und jetzt fangen wir gerade an zu diskutieren, was machen wir mit dem leeren Kaufhof und mit dem leeren Karstadt Sport. Und alle Lösungen, die es gibt, gehen in man muss ja so in Dekaden denken, ne? Für so eine Umnutzung. Das geht ja nicht mal eben. Und es wird kommen. Also der Karstadt auf der Mönckeberger Straße, so wie er ist, lebt jetzt gerade noch. Also das wär mir oder uns in der Innenstadt sehr wichtig, dass man das einfach auch schon mal plant. Man soll ja nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, aber was man sieht, kann man gestalten. Ne? Ja. Genau. Aber da kann ich kurz sagen, das haben wir tatsächlich auch auf dem Schirm. Und erste Gespräche sind dazu auch gelaufen und ich war positiv überrascht, wie die Bereitschaft da war, das damit kreativ umzugehen. Also es ist nicht mehr als auch Inhaber oder die Manager, die diese Gebäude betreuen, Managerinnen, die sind nicht mehr so, nein, wir brauchen da jetzt eine große Kette, sondern wir haben die Fläche und damit müssen wir jetzt mal gucken, wie wir anders umgehen als noch vor 30, 20 Jahren oder 10 Jahren. Und das ist das gehört ja auch dazu, dass die Bereitschaft auf der anderen Seite da ist, aber das hat sich doch ganz schön gewandelt. Also Corona war da bestimmt nochmal so ein Treiber, dass es potenziert wurde. Aber das ist angekommen, also auch, dass die Innenstadt, wie es ja auch gesagt wurde, zu Beginn nur für die Touristen oder für die HamburgerInnen einfach nicht attraktiv war. Man ist einfach da nicht hingefahren. Es gibt ja auch gar keine Spielplätze, wo sollen die Kinder sich aufhalten, ne? Selbst mit Jungfernstieg, jetzt arm, fast autofrei. Das ist schon großartig, wenn man da so eine Flaniermeile hat für ein anderes Publikum, was da hinkommt, außer die mit dem Auto. Und ist in den Köpfen angekommen, glaube ich. Jetzt muss man nur mal ein bisschen schneller, das nervt mich manchmal, dass man nicht mal was ausprobieren kann und dann vielleicht auch scheitert und wieder was Neues macht, sondern dass es immer so wahnsinnig riesen Prozesse sein müssen. Da können wir nochmal eine Schippe drauflegen, da schneller zu werden, einfach mal zu machen. Und dann Pop-Up-Stores sind ja schon eine Möglichkeit, aber ich glaube, da gibt es doch viel mehr Potenzial, als einfach dann immer nur 20-Jahres-Verträge abzuschließen. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Akteure sind dafür bereit. Also muss die Stadt noch mal ein bisschen lernen. Aber ein tolles. Sag noch mal. Ich wollte noch was zum Onlinehandel sagen, was mir noch eingefallen ist. Der Mantau. Also wir haben ja jetzt so einen Generationswechsel auch im lokalen Einzelhandel. Ne? Und da kommen immer auch jüngere Leute, neue Ladenkonzepte, die oft schon erst einen Online-Shop haben und dann nochmal einen Laden aufmachen. Das gibt es inzwischen immer mehr. Das ist ja nicht nur Amazon, die das machen, sondern ich kenne viele kleine Shop-Inhaber, die das angefangen haben, weil die Investitionen ganz gering waren und die daraus dann irgendwann ihren Traum entwickelt haben, auch einen Laden zu haben. Es gibt zwischen einem Laden und einem Online-Shop auch ganz viele Synergien, Lagerflächen, Versandflächen, Logistikflächen, Dinge ausprobieren können, teilweise anderer Zugang zu Produkten. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, das zu verschränken. Das ist ein relevanter Teil und eine zum Teil ältere Generation an Betreibern, die im Einzelhandel hat sich entweder da umgestellt oder
geht halt langsam auch einfach in Rente, sage ich mal, überspitzt gesagt. Und ich glaube, das Entscheidende, was der Einzelhandel leisten muss, ist eben am Onlinehandel auch adäquat teilzunehmen. Und das bedeutet vor allen Dingen, und da haben wir, Lars, ja auch schon öfter darüber gesprochen, und es gibt auch hunderte Projekte in der Bundesrepublik, aber da fehlt noch die Durchschlagskraft, aber ich hoffe, das wird in den nächsten Jahren kommen. Der lokale Handel muss vor allen Dingen mal seine Produkte digitalisieren, dass man als Kunde vor Ort mit wenigen Klicks sehen kann, dieses Produkt ist da um die Ecke. Und das, was du eben gesagt hast mit den Lastenrädern, das ist halt ganz wichtig. Es geht jetzt nicht ums Lastenrad. Es geht darum, dass du eine emissionsfreie, kleinteilige, ortsnahe Logistikkette hast. Mit Inline-Kurieren und Fahrradkurieren und Lastenrädern, die du leihen kannst und alles, was es da gibt. Oder selber abholen. Und wenn ich weiß, ich kriege ein Produkt, das ich bei Amazon bestellen kann, und viele merken inzwischen, Amazon ist irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht, also gut im Sinne von leistungsstark, aber nicht gut im Sinne von, ist kein gutes Unternehmen. Das wissen inzwischen viele. Cool. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, ich bestelle da einfach nichts mehr. Das war am Anfang ein bisschen nervig, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Ich tue das halt nicht mehr. Das tun ja immer mehr nicht mehr. Und wir haben inzwischen ja auch auf Europa- und Bundesebene und auch auf globaler Ebene ja auch Bemühungen, diese Wettbewerbsbenachteiligung für den lokalen Einzelhandel gegenüber globalen Konzernen auch zu vermindern. Zum Beispiel über pauschale Umsatzbesteuerung etc. Das ist dringend notwendig. Die haben Skalierungsvorteile, die großen Konzerne, das ist legitim. Ja, aber diese globalen Steuervorteile, das ist einfach nicht legitim. Bis hin dazu, dass man Produkte illegal umsatzsteuerfrei aus dem Ausland geschickt bekommt, die man auch mit Umsatzsteuer vor Ort kaufen könnte. Anyway, der lokale Einzelhandel muss halt auch noch mal ein Stück besser werden. Und besser heißt für mich, dass er am Onlinehandel so teilnimmt, dass ich sehen kann, welche Produkte gibt es in meiner Region über zentrale Schnittstellen und Plattformen, nicht über 100 Einzelseiten, die ich mir zusammensuchen muss. Und dann gibt es eine lokale Auslieferungsstruktur, die mir diese Produkte auch emissionsfrei und zeitnah und im besten Fall schneller bringt. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn diese Infrastruktur 5 oder 10% teurer ist. Natürlich gibt es Kunden, die immer nur über den Preis gehen werden. Die gibt es. Es gibt in jedem Markt preissensitive Kunden und Angebote. Aber es gibt auch eine große Bereitschaft von Kunden für einen besseren Service und einen guten und sozialen Service auch mehr zu bezahlen. Nur bisher hat der Einzelhandel das nicht hinbekommen, sondern alle sind Einzelkämpfer. Und da sehe ich eine große Chance durch die Digitalisierung, durch die wachsende Kompetenz der neuen Generation an Einzelhändlern, durch den Zusammenschluss und deswegen auch toll, was ihr sozusagen an Arbeit in euren Quartierszentren macht. Auch ihr könnt Treiber solcher Entwicklungen sein. Das ist, glaube ich, die Zukunft. Das ist nicht morgen und nicht übermorgen. Das ist eine Sache der nächsten Dekade. Aber das wird auch zu einer Stabilisierung also es wird Freizeit und Konsum und mehr Grünflächen geben. Aber es wird auch weiter Einzelhandel und Handel als tragende Säule der Quartiere und der Innenstadt wird es weiterhin geben. Davon bin ich fest überzeugt. Ich kaufe auch Sachen online, aber es gibt ganz viele Dinge, die ich aus Prinzip einfach nicht online kaufe. Ich möchte meine Klamotten gerne vorher anfassen, bevor ich die kaufe. Und auch wenn der Einzelhandel noch zurückgehen wird, dann wird er sich irgendwo mal auf einem eindampfen und vielleicht sogar dann nochmal steigen. Also das muss man auch mal sehen. Es wird ja gerne so der Untergang des Abendlandes immer prophezeit. Und den sehe ich halt überhaupt nicht kommen, sondern ich sehe Transformation. Jetzt gerade mal eine ziemlich schnelle Transformation durch Digitalisierung, nicht durch Corona, durch Digitalisierung. Aber wir hatten diese Transformation ja schon immer. Also die sind ja normal. Ne? Und jetzt sind sie nur gerade beschleunigt und das überfordert viele und das fühlen sich viele bedroht. Für viele Einzelhändler ist es ja auch so, dass sie wirklich ihre Läden aufgeben müssen. Es ist richtig bitter, aber wenn man ein bisschen weiter weggeht, dann ist das eine normale Entwicklung, die wir jetzt begleiten können. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ich würde vorschlagen euch allen, dass wir einmal die E-Mail-Adressen sozusagen austauschen. Das heißt, ich würde euch alle einmal sozusagen sichtbar anschreiben mit ein paar Infos noch in der Präsentation, die ich da hatte. Und wenn das für alle okay ist, ist ja heute wichtig, das auch einmal abzufragen. Hat jemand noch eine Schlussbemerkung? Melanie, du hattest dich da freigeschaltet. Wolltest du noch was sagen? Genau, also ich finde, das ist ganz schön, was Dominik gesagt hat, weil ich denke auch, das ist halt so, im Laufe der Zeit wird sich immer irgendwas verändern und wir müssen uns anpassen. Der Mensch ist aber ja auch sehr anpassungsfähig. Und ich denke auch, es wird sich auf irgendeinem Niveau einpendeln, weil man hat selber, finde ich, besonders gemerkt, mir ging es jedenfalls so, als dann die Läden wieder aufmachen, was man plötzlich für einen Bedarf hat, was anzufassen, was zu fühlen, was zu erleben, in einer Umgebung was zu sehen, als wenn man irgendwie vom Bildschirm irgendwie so
eindimensional irgendwas sieht. Also von daher, ich bin auch noch der Shopping-Mensch, der sich gerne inspirieren lässt, sehr gerne was. Aber ich wollte eigentlich noch mal kurz was zu den Plätzen sagen und zu der Zeit, die wir irgendwie brauchen, um was zu verändern. Und da ist, glaube ich, wirklich die Politik oder auch überhaupt, ja, das Deutschland, sage ich mal, unsere Gesetze vielleicht ein bisschen gefordert, schneller und flexibler zu werden, was alles sehr träge ist. Und wenn ich sehe, wir haben ein ganz tolles BIT umgesetzt in Harburg und haben dadurch Plätze geschaffen. Einmal die Höhlerquitte, die also eine ganz schreckliche kleine, sollte eine schöne Fußgängerzone sein, war aber total verbaut durch Hochbeete und schreckliche Hecken und Fahrradständer. Und wir haben da jetzt so tolle Aufenthaltsflächen geschaffen und gleichzeitig noch Räume mit einem ganz tollen Projekt der Hafen City Universität, die jetzt praktisch klimaneutral und gleichzeitig dann auch noch über neue Bewässerungssysteme, über Regenwasserbewässerung sozusagen eine neue Zukunft für Stadtgrün machen. Damit sind wir auch, beziehungsweise das Bezirksamt, aber wir haben das als BIT ja begleitet, wir sind auch Aufgabenträger des BITs gewesen, ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Stadtgrünpreis. Also ich finde, es gibt so viele tolle Ideen, Plätze anders zu nutzen, zu begrünen und diese Aufenthaltsqualität, die ist sogar während der Baustellenphase schon in Gang gekommen und da war Herr Aus zufällig da und hat dann sich gleich auch mit auf die Baustelle gesetzt und hat gemerkt, wie toll kann man plötzlich wieder was erleben und selbst Cafés, die vielleicht innen gar nicht so attraktiv sind, durch eine Außenfläche, werden die wieder von den Bürgern angenommen und wir haben auch am Sand, also da wo unser Markt stattfindet seit 400 Jahren, schön investieren können und haben da wirklich einfach Aufenthaltsplätze statt Parkplätze geschaffen. Und auch da gab es die Diskussion, 5 Parkplätze weniger. Aber es fragt keiner mehr danach. Die Diskussionen lohnen sich. Eine Umsetzung ist toll, wenn alles Hand in Hand geht. Also wir hatten halt ein BIT, wir hatten Riese und wir hatten die Plätze, also diese Fördermittel für Plätze. Und das hat alles toll funktioniert. Muss ich sagen, kann dazu nur motivieren, Aufenthaltsflächen, dass Menschen sich wieder in die Städte begeben können, sich treffen können und auch Gastronomie dann wieder lebendiger wird. Also mehr Fläche heißt auch immer irgendwo, wieder sich treffen können. Und das wollte ich einfach nur nochmal dazu sagen. Aber schade ist es, wenn alles immer so lange braucht, was Spontanes umzusetzen. Also ich denke jetzt auch gerade so an die Idee der Wasserwege. Wir haben da ja, also ich bin eigentlich schon seit 5 Jahren dabei, irgendwann mal wieder der Verkehr zwischen Harburg und den Landungsbrücken hinzukriegen, was ziemlich schwierig ist, aber wo man sagt, also die Straßen sind noch da, man muss sie ja nur mit Booten befahren. Und also das Wasser wieder in Hamburg mehr zu nutzen, finde ich nochmal eine ganz, ganz wichtige Idee, die man vielleicht ja auch schneller umsetzen kann. Also wir haben jetzt in Harburg in dem Binnenhafen wieder oder bauen gerade Promenaden, dass die Menschen wieder ans Wasser ran können. Und das ist doch toll, Wasser zieht an. Ich meine, der Klimawandel ist nun mal schon da. Und das sind alles so Sachen, die wir mit Hamburg einfach auch noch mehr fördern können. Und ich habe mal eine Zeit lang in Amsterdam gelebt und habe immer gedacht, die Holländer sind immer viel flexibler oder die Dänen haben schnelle Konzepte umgesetzt. Warum sind wir immer so ein bisschen vorsichtig, trauen uns nicht so viel und haben 1000 Gesetze, die alles irgendwie mit Wenn und Abers belegen. Da müssen wir, glaube ich, vielleicht mal ein bisschen schneller werden. Ja, einige Sachen haben wir in Corona ja auch schon hinbekommen und manchmal sieht es auch draußen woanders irgendwie schneller aus, weil man das nicht täglich begleiten muss sozusagen, wenn man nur segmentweise hinkommt. Aber natürlich ist manches wäre schön, wenn wir da einen Lego-Kasten hätten und uns die Bausteine einfach rausnehmen können. Also ich nehme mal mit, auf jeden Fall brauchen wir neue Räume. Neue Räume ziehen an, sowohl im Netz als auch auf der Straße, auf den Plätzen. Und Kultur, wir haben auch Kulturförderung, stehen wir auch vor der Tür, dass da noch einiges passieren kann. Also ich bin sehr gespannt auf das, was wir jetzt als Chance begreifen können, glaube ich auch. Wir sind nicht so ganz arg gebeutelt, dass jetzt überall die massiven Leerstände sind, aber trotzdem sollten wir, glaube ich, weiter nach vorne schauen und gute Pläne machen und uns was überlegen und einfach im Austausch bleiben auch. Und würde mich an der Stelle, glaube ich, bei euch allen sehr bedanken für den ersten Austausch. Wir gucken mal, ob wir den Bezirken noch mal Runden machen können in ähnlicher Form mit den Leuten, die dort halt dann jeweils vor Ort sind, um dort noch mal ein bisschen anzuregen und dann später vielleicht noch mal in so einer Runde zusammenzukommen, zu gucken im nächsten Jahr, was wir geschafft haben und wo wir dann stehen und welche Ideen sich bewährt haben. Ja, wenn
ihr damit einverstanden seid, dann würde ich euch gerne in den Abend entlassen und mich sehr bedanken für den Austausch. Und wie gesagt, ich schicke euch nochmal rum. Ein paar Notizen, die ich mir gemacht habe, die schreibe ich nochmal auf und gebe euch die mit rüber. Und danke euch sehr, auf jeden Fall, für den Austausch. Vielen Dank. Gerne, auch vielen Dank. Danke auch, genau. Schönen Abend, ne? Tschüss. Schönen Abend euch allen. Macht's gut. Tschüss. Thank you.